Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen richtig geilen REP-Glitch zeigen. Ja, für diesen Glitch benötigt ihr allerdings Safe Wizard. Ebenso müsst ihr dann irgendeinen Freund haben, der sich in irgendeiner GTA-Online-Sitzung befindet oder in irgendeinem Job, so dass ihr dem Spieler zuschauen könnt. Ja, das gemoddete Safe Game werdet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Ihr müsst auf jeden Fall sicher gehen, dass wenn, bevor ihr den Glitch startet, dass ihr kein persönliches Fahrzeug habt. Wenn ihr da gerade ein persönliches Fahrzeug habt oder so, zerstört es einfach gerade, weil es kann sein, dass das Fahrzeug dann hinterher ungemoddet ist. So war das nämlich bei mir auch der Fall, bei meinem Hauptcharakter. Ebenso benötigt ihr auch das Geld für die Kleidung, die ihr dann kauft. Aber ihr bekommt das Geld hinterher dann auf jeden Fall wieder. Ist genauso wie beim Frozen Money. Leider funktioniert der Glitch nur für die PlayStation 4, weil das mit Safe Wizard ist. Und ja, dann würde ich sagen, lasst uns auch schon direkt losstarten. Habt ihr euch das Safe Game auf die PlayStation gemacht, dann geht ihr zunächst einmal in die Online-Lobby. Von der Online-Lobby aus gehen wir einmal in den Story-Modus. Ist wirklich ganz wichtig, dass ihr erst in den Online-Modus geht und dann in den Story-Modus. Dort im Story-Modus angekommen, gehen wir dann einmal auf Online und einmal in die Charakterauswahl. Dort im Story-Modus angekommen, drücken wir einmal nach links, dann nach rechts, dann auf Kreis. Habt ihr euren Hauptcharakter auf der linken Position stehen, drückt ihr einmal auf nach rechts, dann wieder nach links, dann auf Kreis. Dann werden wir nochmal in die Charakterauswahl geworfen. Drücken dann wieder auf Kreis. Dort im Story-Modus angekommen, werden wir dann als Patricia spawnen. Als nächstes müssen wir uns dann zu irgendeiner Peyote-Pflanze begeben. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wo sich eine Peyote-Pflanze befindet, könnt ihr euch auch gerne an diesen Ort hier begeben, wo ich mich jetzt gerade befinde. Wir gehen einfach zur Peyote-Pflanze hin, Steuerkreuz nach rechts drücken, um die Pflanze zu fressen. Anschließend dann wieder Steuerkreuz nach rechts gedrückt halten, um die Halluzination zu beenden. Und sobald wir jetzt diesen milchigen Hintergrund haben, einfach auf Options. Dann gehen wir auf Freunde. Und jetzt suchen wir uns irgendeinen Freund aus, dem wir zuschauen können. Einfach Spieler zuschauen. Details der Etikette der Online-Sitzung werden abgerufen. Dann verschwindet der Bildschirm wieder. Wir gehen dann auf Online, auf GTA Online spielen und starten dann eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Ganz wichtig ist, ihr müsst dann aber X durchspammen. Ihr werdet nämlich danach noch die Meldung bekommen, um dem Freund beizutreten. Einfach X durchspammen. Als nächstes suchen wir uns dann den Bot raus, und zwar Anavac2P4. Diesen Bot einmal beitreten. Sobald jetzt die Meldung kommt, einfach mit X bestätigen. Die zweite Meldung auch mit X bestätigen. Auch die dritte Meldung einfach bestätigen. Dann werden wir in die Lobby geladen von unserem Freund. Ihr werdet sehen, dass ihr jetzt so ein verglitschtes Outfit anhabt und diese Kopfhörer. Wir begeben uns jetzt als nächstes zum LSK-Meet. Ja, und dort beim LSK-Meet können wir auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns dann einfach hier zu den Hüten. Könnt ihr auch eigentlich mit allen anderen Oberteilen auch machen. Wir gehen zu den Hüten, kappen vorwärts. Wir kaufen uns dann einfach die Kappe. Gehen wieder hoch, kaufen uns wieder die Kappe. Kaufen uns oben wieder den Hut, kaufen uns dann wieder die Kappe. Und ihr seht, ich bekomme jetzt die ganze Zeit durchgehend REP und ich kann mir immer wieder dieselbe Kappe kaufen. Und ja, das könnt ihr so lange machen, bis ihr entweder kein Geld mehr habt oder bis ihr das Level erreicht habt, was ihr haben wollt. Wie gesagt, das Geld bekommt ihr auf jeden Fall hinterher dann wieder. Ich habe jetzt gerade hier mal bis Level 10 gemacht. Das hat jetzt nicht mal eine Minute gedauert und schon war ich auf Level 10. Um das jetzt abzuspeichern, öffnen wir einfach das Interaktionsmenü, dann gehen wir auf Stil, switchen einmal das Outfit, so dass wir die goldene Ladeschnecke unten rechts bekommen. Anschließend GTA einmal schließen. Das Spiel nochmal neu starten. Starten dann irgendeine Sitzung. Jetzt in der Open Lobby angekommen, werdet ihr sehen, wir haben das Geld oben wieder bekommen. Ich gehe mal kurz in den LSK-Meet rein und dort seht ihr, dass sich das Level auch gespeichert hat. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.